Kennt ihr das, wenn man seine Kindheitsstars trifft? Ich bin ein bisschen aufgeregt. DJ Bobo heute im Corsa Pool Karaoke. Ich hoffe, dass er mich nicht rausschmeißt beim Singen. Aber nein, singst du? Oh, schön. Du musst mitsingen. Natürlich, wir singen. Ja, wir singen. Ja, Freedom. Ja. Auf. Hey. Aber jetzt, komm, wir singen. Los. Cool, wir singen. Wir singen. Ein bisschen Frieden. Nein. Anders so. Warte, jetzt. Ein bisschen Sonne. Also, bevor wir jetzt losfahren, möchte ich gerne erstmal wissen, wie nenne ich dich denn? DJ Bobo ja. Oder nenne ich dich René? René Baumann, und aber DJ Bobo, da, sonst denken die Leute, weiß die nicht, wer das ist. Doch, das weiß ich. René, so. René Peter Baumann. Baumann. Sehr gut. Ja, das stimmt. Aber DJ Bobo macht DJ Sinn. DJ Bobo? Ja. DJ oder Bobo? Nein, beides. Beides. Wie nennen dich deine Kinder? Papa. Da heißt es manchmal auch Digger. Echt? Oder Alter. Oder Yo Dad. Sowas kommt schon. René habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Nee? Nee. Das sagt meine Frau, wenn sie sauer ist. René. Echt jetzt? Ja, sonst gibt sie mir Kosenamen. Zum Beispiel? Schöne. Tiernamen gibt sie mir. Schöne Tiernamen. Ein Bärchen, oder? Nein. Kannst noch raten. Kannst, bis du ihn hast, so lange fahren wir. Hase? Stärker. Stärker? Löwe? Stärkeres Tier. Fast. Tiger? Ja! Wollen wir gleich mit dem Song anfangen? Ja, bitte. Es war 1993. Wie alt warst du da? Ich war 15. Und ich habe angefangen, als DJ zu arbeiten. Mein Vater hat mich gefragt, ob ich möchte. Echt? Ja, der war selber DJ und er hat ihn angespielt und ich habe ihn nur anmoderiert. So, yeah, hier ist ein neues Lied von DJ Bobo. Und wie heißt's? Somebody Dance With Me. Jetzt kommt zuerst das Intro. Genau. Das hat man früher so gemacht. Wenn die Leute das Piano hören, wissen sie schon, was kommt. Absolut. Jetzt und es lässt los. Sich geil mixen. Kannst du den Rap? Nee. Nein. I'm back again on a higher stage. Listen to my party beat and get enraged, cause you know when I flow and I show you so which way is better, which way you gotta go to make a fun house party or naughty. You gotta check this out, yo, Lord, daddy, there's a party over there with glamours and glare, so let's move your dance body. Move your body, hey, nicht schlecht. Den hast du drauf gehabt. Ja. Yeah, that's right, we're dancing tonight till the sun is coming and skies are bright. Then we're coming to an end. Hey, ich kling wie ich. Ja, ist geil. Der klingt echt gleich. Gut. Okay, jetzt kommst du. Achtung, jetzt kommt Tanz. Hier war eine wichtige Choreografie. Ist ein bisschen eng hier. Das aber schön, ist das Erfurt? Ja, wir fahren jetzt direkt rein in die Stadt. Ihr habt ein Riesenrad. Es ist gerade Oktoberfest bei uns. Ah. Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn du die Songs spielst, mit denen alles angefangen hat? Hast du da Spaß dran? Merkst du, dass die Leute da richtig mitgehen und dass das das ist, was sie natürlich auch von Anfang an mit dir verbinden? Und wie ich das merke. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn du da stehst und ich weiß ja gleich, welches Lied kommt. Ich, sie ja noch nicht. Nee. Und dann fangen diese Piano-Klänge an und die Leute wissen, das kenne ich! Ja. Das ist schon ein schönes Gefühl, ja. Ich liebe es. Lass uns kurz mal über deine Frau Nancy sprechen. Die hast du kennengelernt auf einem Konzert mit Culture Beat und Hathaway. Und sie war die Background-Sängerin von Hathaway. Genau, eine von dreien, genau. Der hatte drei Tänzerinnen, / Sängerinnen dabei. Und da fand ich eine besonders hübsch. Das war dann Nancy. Nachdem wir so ein bisschen Backstage gequatscht haben, war im Hotel, da hat es damals noch so Fächer gehabt im Hotel, wo der Schlüssel drin lag. Okay. Und in diesem Fach lag ein Brief. Und dann gab mir der Rezeptionist den Schlüssel und diesen Brief. Und ich denke, wer schreibt mir denn einen Brief im Hotel? Mach auf und dann steht drauf, du glaubst doch nicht im Ernst, dass dir jemand einen Brief schreibt. Und ich wusste sofort, dass sie das war. Sehr sympathisch. Ja, sehr freundlich. Ja. Oh, schön. Kannst du den? Ja, natürlich kann ich den. Don't hurt me no more. Ja? So emotional jetzt. Habe ich meine Frau kennengelernt. Vorne haben sie gesungen und What is Love. Es war so lustig, weil ich habe dann beim Radio gearbeitet am Wochenende und habe Hathaway interviewt, kann ich mich noch erinnern. Und da konnte er nur Englisch damals. Tatsächlich? Wirklich? Und bist du so gut in Englisch, dass das gut funktioniert hat? Nein, aber er konnte eigentlich Deutsch.
aber er wollte nicht Deutsch sprechen, weil das war ganz am Anfang, da war das halt ganz wichtig. Ja, dass man diesen Schein vom amerikanischen Superstar ward, ja. Okay. Und der hat dann Englisch gesprochen. Oh. Ja. Ein bisschen gemein, und ich habe gekämpft mit meinem Englisch, was ich konnte. Ich will dir übrigens ganz kurz zeigen, hier auf der rechten Seite siehst du den Domplatz. Hier wird jetzt gerade Oktoberfest gefeiert. Und da hinten siehst du den Erfurter Dom. Wow. Toll. Und wie die Menschen alle winken. Wusstest du schon immer, dass du in diese Richtung gehen wirst, dass sich das irgendwann mal so entwickelt? Weil ich meine, am Anfang hast du Bäcker und Konditor gelernt. Das hat ja nun wirklich mit Musik gar nichts zu tun. Nix. Nein, ich wusste einfach nicht, was ich machen will im Leben. Mit 15 kam ich aus der Schule. Ich war noch nicht ready. Im Dorf gab es eine Stelle als Bäcker-Konditor. Naja, wenn du sonst nicht weißt, was tun, dann lernst du wenigstens was. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen. Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl. Safran macht den Kuchen gehen. Schieb in den Ofen rein. Sehr gut. Sehr schön, tolles Lied. Hier ist übrigens der Erfurter Dom, falls ich es dir nicht schon gesagt habe. Ist hier der Erfurter Dom? Ja. Hier ist Oktoberfest, hier ist nicht der Erfurter Dom. Genau. Machst du zu Hause selber auch noch was in der Küche? Also sprich Kuchen backen, Plätzchen, kochst du für die Familie oder? Ich bin zuständig fürs Frühstück, zuständig den Müll runterzutragen und bin zuständig für Papi Spaghetti. Papi Spaghetti? Ja. Magst du mir das Rezept verraten? Ja, du nimmst eine Fertigdose. Warte jetzt! Das ist der schlechte Anfang, dann wird's besser. Gut. Eine Fertigdose Tomatensoße. Diese pimpst du mit frisch geschnittenen Zwiebeln, ein bisschen Oliven klein gehackt, eventuell sogar Champignons klein gehackt. Und diverse Gewürze aus dem Garten, die du frisch abschneidest mit der Sichel. Okay. Ja. Die Sichel ist wichtig, ja? Natürlich, ohne Sichel ist wie bei den Galliern. Mit der Sichel. Nein, und dann tust du das ein bisschen köcheln lassen, dann Sahne rein ein bisschen und dann sind das Papi-Spaghetti. Wie oft fordern deine Kinder die ein? Ja, schon. 2-mal im Monat. Weil sie wissen, er kann ja nichts anderes. Lass uns ein bisschen über deine Karriere sprechen, weil du hast ja wirklich viel erlebt. Du hast es selber erzählt, du hast angefangen als DJ, weil du richtig Bock drauf hattest. Liegen die Haare noch? Ja, das Haar sitzt. Ich habe dann genug Geld gespart, um die Leute in einem Tonstudio zu ärgern. Die haben gedacht, okay, wenn der Vollpfosten, der keine Ahnung hat von Musik, hier unser Studio will, dann soll er wenigstens blechen. Und so habe ich dann 9.000 Schweizer Franken, das ist ungefähr 8.000 Euro, in dem Studio verbraten. Und am Schluss kam das wunderschöne Lied I Love You raus, welches ich dann auch auf Schallplatte gepresst habe. Oktoberfest und Dom in Erfurt, ist sehr das zu cool. empfehlen. Ihr habt ja beides zusammen. Ja, hier. Da großartig. Können ja die Bayern einpacken. Und dann kam Somebody Next to Me, 1993. Und dann waren bei mir die Backstreet Boys im Vorprogramm. Ja, das habe ich gelesen und da habe ich gedacht, wow. Lustig, ja. Ja. Da war Nick Carter noch 14 Jahre alt und die hatten gerade ihren ersten Song und die sind richtig durch die Decke gegangen dann. Dann warst du aber auch, das habe ich auch gelesen, das finde ich extrem spannend, Vorband bei Michael Jackson. Das war mein Karriere-Highlight, so hart es ist. Nein, nicht so hart. Ich war bei seinem größten Konzert, das er je gegeben hat, Michael, in Prag. Durfte ich 45 Minuten vorher Vorprogramm sein. Und das Größte war am Schluss, durfte ich ihn ankündigen. Ich durfte 140.000 Menschen sagen, Ladies and Gentlemen, please welcome the King of Pop, Michael! Und hat dann Jackson gerufen und dann gab es kein Halten mehr da draußen. 140.000 sind durchgetickt. Michael kam auf die Bühne, stand zuerst mal eine Minute still und hat dann die Sonnenbrille runtergenommen und alle, ja! War wirklich crazy. Wie nah warst du dem? Nicht so nah. Wir haben uns nur ein einziges Mal getroffen in Moskau. Nur kurz Hallo gesagt. Ich hätte ihm immer sagen wollen, wie sehr er mich beeinflusst hat, wie wichtig er für mich war und wie dankbar ich bin, dass ich hier sein Vorprogramm machen darf. Aber ich habe mich irgendwie nicht. Ich fand den Moment unpassend und habe gedacht, nächstes Mal. Ja. Es gab kein nächstes Mal.
Und ich habe auch einen Michael Jackson-Song. Ja, ja, welchen denn? Aber das ist gar nicht so einfach, weil welchen nimmt man? Ich musste jetzt ein bisschen gucken, wo ich halbwegs den Text kann. Na, solange es nicht Backe, Backe, Kuchen ist, kann es nur gut kommen. Heal the World, wunderschön. Ach, ist der toll, ja, oder? Ich bin auch so ein Weltverbesserer. Mein Lieblingssong ist Man in the Mirror. Ach, hätte ich das vorher gewusst, es gab keine Infos dazu online. Ja. Das ist bedauerlich. Nein, aber ist okay. Bei Man in the Mirror musste ich weinen. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe einfach geheult im Konzert. Bin halt auch da ein bisschen ein Mädchen dann bei Musik. Hier, der Dom und das Oktoberfest. Nein, das ist der Dom? Ja, in Erfurt. Und wir haben Oktoberfest. Und wir haben Oktoberfest. Das ist ja verrückt. Schau mal. The world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. Da komme ich nicht mehr hoch. Make a better world for you and for me. Ja, so war das. Hast du für dich eigentlich irgendwann mal gesagt oder für dich schon mal festgelegt, bis wann du noch unterwegs sein willst? Nein, das habe ich nicht festgelegt. Aber ich habe wirklich so viel Freude an Musik und an dem, was ich tue. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Leute uns noch länger sehen wollen, das sieht im Moment so aus, es freut mich sehr, und wir noch Ideen für Shows haben, dass wir schon noch ein bisschen weitermachen wollen. Auch auf deiner Facebook-Seite sind ja die Leute echt extrem, sag ich mal, aktiv und schreiben und fragen. Wie viel machst du davon selber? Alles. Alles? Mhm. Komplett? Jeden Post, das bin ich. Jeden. Tatsächlich? Jedes das Video. Kann man sich gar nicht vorstellen, weil du bist ja jetzt da echt auch ganz schön fleißig. Ja, das stimmt. Ich tue auch beantworten. Jede Antwort, die da ist, ist von mir. Von dir persönlich? Ja, von mir, 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 mir. Und deine Kinder, wie bewerten die das Ganze? Ja, die sind extreme YouTube-Gucker. Meine Tochter ist 12, die guckt die ganzen Tutorials von Schminken über Fluffys bauen, über Haare färben, über alles Mögliche. Und mein Sohn guckt irgendwelche amerikanischen Dokus. Lass uns zuletzt noch über die Schweiz sprechen, dein Zuhause. Ja, bin ich ja gespannt. Was kann man denn über die Schweiz? Die Schweiz sprechen, man kann über deinen Lieblingsfußballverein reden. Ich habe gerade geguckt. FC Luzern. Genau, Platz 6 in der Tabelle. Ja, von 10. Mhm. Gehst du da regelmäßig ins Stadion? Ja, wenn ich kann, gehe ich immer, wenn ich kann. Was ist das Schöne an der Schweiz? Also ich fahre gerne beispielsweise nach Engelberg zum Skifahren. Ja, du kennst Engelberg? Ja, ich kenne Engelberg. Ja, da bin ich im Golfclub. Nein. Ja, seit einem Jahr spiele ich Golf. Mhm. Neu. Bin Neugolfer. Verzweifle fast, weil es so schwierig ist. Ich frage dich nicht nach deinem Handicap, weil damit kenne ich mich wirklich nicht aus. Gut. Ich habe aber eins. Sehr gut. Behalte es für mich. Gut. Es ist eine hohe Zahl. Also je höher die Zahl ist, desto blöder, okay? Welchen Platz in der Schweiz würdest du denn empfehlen, wo man unbedingt mal hin soll? Ja, schon an den Vierwaldstättersee. Ja? Ja, da gibt es viele Plätze, die noch ganz schön sind. Und der ist wunderschön. Der ist riesengroß, weil er hat ganz viele Äste und Ecken. Mhm. Und da bist du auch zu Hause? Ja, ich wohne am Vierwaldstättersee. Heidi. Ja. Ja, super. Aber das ist so heile Welt. Ihr seid so heile Welt. Ist das eigentlich Erfurt hier? Wir sind in Erfurt, leider nicht mehr am Dom. Springe ich jetzt wie gewünscht zum Bahnhof. Genau. Ich fahre heute zum zweiten Mal im Leben die ICE. Das finde ich toll. Ich auch. Reden wir gleich drüber. Jetzt müssen wir erstmal singen. Nein, nein, ich bin gespannt, ob du jodeln kannst. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Zwerge. Ah, die Berge. Heidi. Die Zwerge. Ja. Angeschnitten. Sie hat meine Größe von 1,73 Meter angesprochen. Und ich bin nur noch 1,72. Es geht schon los. Wie groß bist du denn? 1,70. Kannst du jodeln? Nein. Hat sie im Jodelteil? Oh, cool. Hololaridi. 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 Meine Güte! Was denn? Wenn es irgendwo so einen roten Buzzer gäbe, dann würde ich jetzt draufdrücken. Wie bei Dieter Bohlen. Jawohl. Bumm. Aus. Ich bringe dich jetzt zum Bahnhof. Ja. Wir sind auch leider schon gleich da. Das heißt, wir sind leider gleich schon fertig. Du sagst, du fährst jetzt nicht so oft Zug. Ich finde das echt erstaunlich. Hast du keine Angst, dass die Leute dich ansprechen im Zug? Ich habe eine Mütze an. Du versteckst dich? Mhm. Ich habe eine Baseballmütze an. Okay.
Okay. Und dann erkennt man mich nicht sofort, wenn die Stirne hier weg ist, die Ruhe. So, dann kennst du den DJ Bobo nicht mehr. Das ist so wie die Kinder, die machen so. Dann erkennst du die. Bist du viel erkannt in der Öffentlichkeit oder kannst ja, du? Ja, jeder kennt mich. Dieses Gesicht kennt jeder. Merken Sie sich dieses Gesicht. Wie hat Otto gemacht? Oder dieses? Oder dieses? Das ist der Bahnhof. Ja. Das habe ich Erfurt endlich mal kennengelernt. So nächstes Mal, wenn ich hier bin, weil alle Journalisten fragen immer, kennen Sie Erfurt? Muss ich immer sagen, nur die Messehalle. Und jetzt kann ich sagen, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich schon um den Dom gefahren bin. Und du hast sogar die Wahrheit gesagt. Ja. Nein, war schön, danke. Ich danke. Viel Erfolg. Danke. Mit dem neuen Album. Danke. Das war wunderschön. Sehr schön. Antenne Thüringen.